gar keinen Bock, Alter, in die Schule zu gehen. Ich habe vergessen, mein Zahnbürste ist kaputt. Das Geile ist, nicht nur, dass ich heute zurück nach der Schule mein komplettes Zimmer hops nehmen muss, muss ich auch noch heute ein Referat halten. Ich habe dieses Referat nur einmal durchgelesen, weil ich noch keine Zeit mehr hatte. Also werde ich jetzt heute einfach ein Referat vorstellen, was ich innerhalb von 7 Stunden irgendwie hingeklatscht habe, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und ich habe es einfach nur so einmal durchgelesen. Und als letztes Mal durchgelesen habe, waren die Karteikarten so beschissen organisiert, dass ich selber lachen musste, wie scheiße ich sie organisiert habe. Ich hoffe, ich mache die dieses Mal richtig. Maybe auch nicht. Werden wir schon sehen. Let's go, mach! Let's go! Oh nein! Oh nein! In mir! Jetzt gesaugt! Aber den Text gibt's, alles was ich schreibe, man muss dabei und ich gib, alles was ich brauche. Lauter, DJ! DJ, dreh auf! Alles was ich schreibe, dann nächste man muss dabei und ich. Alter, unsere Klasse ist so retardet, Junge! Jo, es ist ein bisschen später geworden. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr gerade verpückt, ja. Ich fahre jetzt nach Hause, folgendes. Da startet jetzt gesagt, hey ihr Pisser, 8. Klasse und eure Klasse. Ihr bleibt jetzt im Homeschooling, weil hoch, aber keine Abschlussklasse. Das heißt, für euch juckt es gar nicht, ob ihr jetzt hier wirklich oder nicht. Deswegen haben wir jetzt dann bis Ende der Weihnachtsferien ist Schule frei, aber mit Hausaufgaben. Eure Tracks, skip, alles was ich schreibe, wird der nächste Hit. Haber muss dabei und ich kipp, alles was ich brauche ist der Bayerische Drip. Eure Tracks, skip, alles was ich schreibe, wird der nächste Hit. Haber muss dabei und ich kipp, alles was ich brauche ist der Bayerische Drip. Meine ganze Gang am Chin, meine Bass in Butterbrot mit Weed, ja das musst du testen. Junge, meine Vibes sind so schön, so geschmeidig. Noch ne Brezel mit Salz macht dich neidisch. Und ich zeig dir, du Depp, Drecksau. Platz 1 in der Landesgartenschau. Du bist besser, der Rest, den kannst du nicht sehen. Mit Zerriss nach Hosen kannst gleich wieder gehen. Bayerische Kultur, die ist für mich besser als alles, was ihr gerade macht. Ich chill mit Brüdern, das Lieder, die Maus, die weiß Bier, dass ich's alles geschafft. All meine Freunde, die sagen, dass Safety der Beste, der Nice macht New Shit. Deutschland ist ready. Ist Deutschland ready für Trap mit der bayerischen Eure Hey Leute, Specky ist da. Und ihr habt einen fetten Ü-Ei. Mhm. Was ist da drin? Ein Christgeist-Ding. Blond. Ein Jaguar-Auto. Das ist ein Tiger. Echt? Bist du blind? Das ist ein Tiger! Leute, stimmt mal ab, es ist Jaguar und ein Tiger. Klassisch Tiger, Digga, wer hat sonst so viele Streifen, du Oha. Keine Ahnung, vielleicht ein Löwe, der überfahren wurde? Ey, sieht gerade so aus. Wie kann das alles, Jungs, in diese einen Kommode reinkommen? Schreib mal bitte. Ich verstehe es nicht. Ganz kurz rein. Diese Scheiße funktioniert. Ich check's einmal nicht. Guck mal, das sollte klicken, aber das ist halt zu. Dieses Ding geht nicht daran.
wie sein Wohnzimmer aussieht. Nicht gerade gut. Also hier ist wirklich alles, was wir in diesem Zimmer hatten. So guys, we have huge improvements. Alles klar. So ist unser Zimmer gerade aus. Holy fuck. Also wir haben hier alles weggeräumt. Ich musste gerade dieses Kabel im Shop wegmachen, das war schlimm. Ja. Das kann man jetzt raus. Hier hinten. Der Horrortraum für jeden Asthmatiker. Boah. Und jetzt ist alles halt hier leer. Mein Bett muss jetzt irgendwie verschiebt werden. Oder halt umgetragen werden. Lees Bett wird abgebaut. Ja. Hier hinten haben sich hier durchquetscht. Erwartet euch. So, Ladies and Gentlemen, ist halt immer noch das Unglaubliche. Wir haben jetzt mal ein Ladenkabel drüber gemacht. Ich packe gerade die ganzen Leisten mittlerweile aus. What the fuck, Alter, diese fucking Wandfarbe klebt sich an diesen Digger. Wir haben jetzt was zum Essen bestellt, denn ich habe Hunger und wir haben nichts was zum Essen. Deswegen für die, für Eltern eine Pizza, für mich ein Schnitzel. Ein Schnitzel. Ja, da ist die Gaudi groß. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was ich heute noch machen werde. Ich glaube, noch diese Leisten überall ausbauen, aber ansonsten sieht es gut aus. Heute werden wir noch auf unseren normalen Betten schlafen, was ist das fucking mit, Alter, wie es alles rumliegt. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier unser Bett oder wie ich hier den Fernseher platzieren will, weil es ist eine fucking Eckhalterung. Also, ja, auf jeden Fall, das ist ein paar Dinge. Ich gehe schlafen, ich habe morgen Online-Unterricht. Wird scheiße, sicher. Und ich wünsche noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Was wir tun, haut rein. Folgt mir auf Insta. Dolly Synthi heißt ja. Und check meinen Discord da ein. Da kommen einfach wieder ganz normal Basic Shit. Ja. Das war's. Morgen gibt's wahrscheinlich ein paar Dreck auf keinen. Ja. Tschüss.